Hallo, es geht weiter mit Varo. Und ich nehme heute alleine auf. Und auf drei connecten wir auf den Server, okay? Eins, zwei, drei. Oh, ich bin drauf. Oh, Sturm, wie viele Paluten sind da? Hallo, Freunde. Sag mal kurz. Nee, dabei ist noch Tim. Oh, okay. Hi. Ich habe mir jetzt vorgenommen, einfach instant mit meiner Eisenrüstung zusammenzufarmen. Und das werde ich auch schaffen. Essen habe ich genug. So. Nee, das werde ich eh nicht schaffen. Ich habe voll Angst, dass ich sterbe. Ich habe aber wirklich keinen Ingame-Sound. Oder der ist sau leise. Drück F3S. Okay, habe ich. Ja, geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Danke. Ja. Yeah. Du bist echt ein Minecraft-Expert. Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Danke, danke. Nein, das habe ich von irgendeinem Typ, aber ich habe vergessen, wer. Coole Story. Das wusste ich auch noch nicht lange. Och Mann, und ich hatte mich jetzt voll gefreut, dass voll viele geschrieben haben. Ach Stegi, du schaffst das auch alleine. Aber wenn wir mal realistisch sind, was soll ich gegen ein Team machen, die gleiche Ausrüstung haben wie ich? Creeper. Ja, Half-Life. Das ist lustig, wenn du einfach nicht stirbst. Half-Life, Alter. Okay. Du spielst gerade Half-Life? Ja. Okay, okay. Eins oder zwei? Drei. Drei, okay. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, nicht aber nur zwei. Ich weiß auch nicht. Ich kenne nur, dass es Zahlen gibt. Ich kenne nur Half-Life 2, glaube ich. Vielleicht gibt es ja nicht mal eins. Ich verbinde Half-Life 2 irgendwie mit Counter-Strike. Warum, weiß ich nicht. Okay. Nee, das hat mich echt voll gefreut, dass ihr da voll positiv wahrscheinlich wegen den Silben seid. Und ich, nein, bestimmt nicht. Ich glaube, wenn du das eine kaufst, dann hast du das andere auch dabei. Ich weiß es nicht, Mann. Hat mich voll gefreut, auf jeden Fall. Auch wenn es für mich unrealistisch derzeit ist. Was hat dich gefreut? Dass voll viele noch so gesagt haben, ach Stege, das schaffst du jetzt auch alleine. Also, recht, Tim, bitte. Und ja, ja, mit dem Sieg halt. Ja, also, du weißt, wie du es... Ja, aber wir dürfen noch nichts verraten. Genau. Weil ich sage, auch Feinde gucken diese Videos. Vielleicht bist du ja einer. Sturmwaffe. Ich würde die so gern töten. Die haben Diamanten gefunden! Jetzt erst. Trollolololololol. Ach Gott, Alter. Und ich bin hier und baue gerade Kohle ab. Wie behindert ist das denn? Ich habe vergessen, in die Config zu schreiben. Machst du das? Oh ne, hier. Aufnahme, Start, schreiben, wenn ihr aufnimmt. X2 bin ich, gell? X2, oh. Was? Was? Hi? Ja, das ist ja Folge 2. So muss man das dazu schreiben. Ja, natürlich. Ja, sonst könntest du das auch unmöglich nachvollziehen, wann wer aufnimmt. Okay. Und generell hat es mich voll gefreut, also insgesamt bei diesem Projekt, dass so viele sich richtig Mühe gegeben haben mit ihren Folgen. Also Bergmann hat ein richtig, richtig cooles Intro nochmal dazu gemacht. Dom von AnyArtLP hat auch ein richtig cooles Video gemacht, als er dann gestorben ist. Ich finde es so toll einfach. Meins war auch cool. Ja, deins war sehr cool. Dein ja. Titel war sehr vielversprechend. Ich weiß. Du hast nichts gespoilert. Nee, das war echt nicht schlecht, Tim. Ich hab's nicht gespoilert. Und die haben noch... Ja, eben, du hast nicht gespoilert. Die haben noch mehr Diamanten gefunden. Es ist doch doof, wenn ich gerade Eisen abbaue und die schon so Sachen finden. Soll ich mich da denn fühlen? Oh nein, ich sehe hier selbst nichts mehr. Ich glaube, ich gehe nochmal hoch und mach mal ein bisschen Holzfällen. Und so. Ich brauche unbedingt Fackeln. Dafür brauchst du Sticks und Kohle, falls du nicht weißt. Danke. Bitte. Ja, aber wenn die jetzt eh Diamanten haben, dann sind die ja unmöglich an der Oberfläche. Theoretisch wäre das ja meine Chance, sie zu klatschen, aber... Hä? Hey, wie willst du sie finden? Ja, eben, das ist halt das Problem. Das ist total unrealistisch. Ja, vor allem hast du ja nicht mal vor, die jetzt einfach so zu klatschen. Und die sind bei der vierten Folge, glaube ich, ne? Ja, aber die sind easy. So. So. Mach ich das hier. Was machen... Ah, oh, mir wurde in den Kommentaren gesagt, wenn ich da mit der Maus drüber fahre, use planks and sticks to make a sword. Oh, Paluten. Oh Mann, ich hasse Caps. Och Mann.
wie soll ich das denn machen? Ich hoffe einfach auf so ein bisschen schlechtere Teams. Also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil es gibt eigentlich gar keine schlechteren Teams. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich nicht einem, keine Ahnung, Kranecrafter in die Arme laufe. Das wäre halt doof. Ich habe dir gesagt, wer mein Favorit ist. Welches Team? Mir wurde gesagt, dass die schon Diamanten oder sowas haben. Also halt auch Diamanten. Nee, in der von zweiten. Iron habe ich gehört. Also. Aber Dungeon habe ich auf dem Thumbnail gesehen. Und jetzt ist die Frage, wer ist Tims Favorit? Ich habe jetzt schon Full Iron, Alter, oder 12. Ja, ich denke schon. Ich höre einen Dungeon. Sei mal ruhig. Okay, was soll ich nicht sagen? Ich weiß, du warst die ganze Zeit ruhig, aber ich glaube, ich höre echt einen Dungeon. Nee, das ist vielleicht zu wenig. Ich weiß noch nicht. Weil Dungeon ist sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr auch noch. Was meinst du mit dem Dungeon? Ein Dungeon halt. Also in keine Mineshaft. Nee, Dungeon. Also so dieses Cobblestone-Ding, ein Spawner-Gebilde. Oh, okay, dann sag Spawner. Ein Spawner, es heißt aber Dungeon, Mann. Wer ist hier der MC-Expert, der in der ersten Runde stirbt? Die haben sich ausgelockt. Easy. Sie hat Angst. Die hatten Angst, ja. Och man, Tim. Was? Wir tun dich wiederbeleben. Hm? Es ist doch behindert. War eh ein April-Scherz. Ja, hast du das Kommentar gelesen? Irgendjemand hat es gepostet, gell? Dass irgendjemand dachte, dass das ein April-Scherz heißt. So, ach Leute, das war jetzt zwar ganz lustig und so, aber jetzt könnt ihr es auch wieder aufdecken. Es war doch nur ein April-Scherz, oder? Leute, kommt. Was aber echt ganz lustig war, ist, was? Dass wir das am Karfreitag hochgeladen haben. Ja, das ist, stimmt. Dass wir dann wohl am Sonntag oder so wieder auferstehen. Wobei ich nicht mal weiß, ob das wirklich so war. Ich auch bei Jesus. Doch, Ostern ist ja, glaube ich, auferstanden. Und Karfreitag wurde er gekreuzigt. Ja, wusste ich. Und Moneyboy hat einen ziemlich, ziemlich coolen Diss wieder dazu gemacht. Auf Twitter-Seite. Ich glaube, richtig schlecht irgendwas mit, weil er halt am Kreuz hing. Irgendwas mit Tanzen. Und dann nur bei Jesu ging es nicht so, weil er am Kreuz hing, war so richtig schlecht einfach. Und ich freue mich dann immer, wenn ich sowas lese. Ja, man muss sich auch noch über Kleinigkeiten freuen können, wie Tims Tod zum Beispiel. Ja. Hast du dir die TTT-Folge eben von mir angeschaut? Mhm, aber ich habe kommentiert. Nein, ich habe nicht mal ansatzweise geguckt, wie lange ich aufnehme. Wann habe ich das in Skype gepostet? 34. Dann rechne ich das jetzt hoch. Wie lange habe ich denn schon gespielt, als ich das hingeschrieben hatte? 2 Minuten? Ja, 1-2 Minuten. Ey, du kannst du mir um, sagen wir, 54. Guck mal. So 47 Bescheid sagen? Och nein, das wird dann wieder so richtig eklig, Alter, als wenn ich das schaffen würde. Och nein, die Folge wird so lang. Da habe ich schon den ersten Strike. Und dann bin ich eh bald raus. Geilo. 7, ich weiß nicht, ich mache dann lieber Frühschuss, aber es gibt ja auch noch eine Regelung, dass man nicht zu Frühschuss machen darf. Oh Gott. Ja, komm mit mir, Alter. Mobs machen hier auch ziemlich gut Schaden, sehe ich gerade. Also ja, ganz solide würdest du jetzt sagen. Hey, du, das ist dein Wort. Ich weiß, aber du sagst immer solid, gell? Nein. Ich finde übrigens mein Himmel ziemlich, ziemlich geil. Ziemlich sexy. Nein, ich habe jetzt das ganze Essen gegessen, obwohl ich das braten wollte. Good job. Wie viel Essen hast du? 17 Hühnchen, 7 Fleisch. Ja, und das war's. Aber das reicht mir auch. Ich esse nicht so viel, weißt du? Mhm, okay. Ich weiß nicht mehr, wo meine Höhle war. Hier. Ja, ich sehe Skelette. Skelette sind sehr gut, weil ich brauche Knochen. Die können dich töten. Die sind ja echt stark und von oben kommt noch ein Zombie. Und noch ein Skelett. 4 Herzen. 4,5 Herzen. Ne, 3,5 war das. 4 Herzen, 4,5 Herzen. Och Mann, als wenn ich da jetzt sterbe an sowas. Ist so behindert. Zack. Ha. Geowned. Ich muss unbedingt jetzt recken. Und ich reck nur, wenn ich voll Hunger bin, oder was? Hm? 1,5 weniger reicht noch. Oder reicht nicht mehr? Irgendwie ich so. Weiß es nicht. Deswegen frage ich. Ich esse jetzt nicht so viel, Mann. Ich kann jetzt auch nicht alles essen. Leute. Jetzt stehe ich hier und reck. Geile Folge.
Und ich weiß nicht mehr, wie lange ich aufnehme. Och man, wo soll das enden, bitte? Es gibt Leute, die stellen sich einen Wecker und so. Und ich, richtiger Hurensohn, der schafft es nicht mal. Und was auch wieder so ein richtig ekliger Fakt ist, dass einfach ich die Folge für heute gerade aufnehme um 15.40 Uhr. Oh Mann, Stegi. Oh Mann. Oh Mann, Stegi. Attacke! Och Mann, da kommen immer mehr Mobs, Alter. Ich baue gleich den Weg zu. 100% ist hier doch ein Dungeon. Oder ein Spawner, wie Zombies? Du sagen würdest. Ja, ja. Ja, die vermehren sich ja. Und sie kommen so in der ganzen Horde. 2,5 Herzen, lol, es ist ja echt. Alter! Alter, ein Herz, Mann! Ich baue mich jetzt lieber mal ein. Es ist doch. Das ist lustig, wenn du stirbst. Es wäre gar nicht lustig, wenn ich sterbe. Doch! Nein! Was mache ich jetzt hier? Ich baue den noch ab. Den noch ab. Dann baue ich. Ein Crafting Table. Es wäre gar nicht lustig, wenn ich sterbe. Mir fällt gerade auf, ziemlich lustig. Dass es echt ziemlich knapp war. Aber ich gehe damit irgendwie gar nicht mehr so schlimm also um. Was mir ein Herz einfach. Ich habe gerade ganze Zeit ein Herz, weil ich jetzt noch nichts esse. Ich habe mich jetzt einfach eingebaut, kurz. Wie eklig das war. Ich habe einfach ein Herz, Mann. Andere würden jetzt schon rumschreien, wie doch was. Ich habe nur Angst. So, und was mache ich mir jetzt hier? Erstmal Helm. Helm ist ziemlich wichtig, weil man weiß ja, einen Schuss in den Kopf und du bist tot. Genau. So, jetzt habe ich mir einen Helm gemacht. Ender Games gespielt? Ich muss essen. Hm? Wie viel Ender Games gespielt? Spiele ich ja gar nicht. Zack, ist schon meine Spitzhacke kaputt? Nein! Ah doch, da. Oh, ich dachte schon, ich könnte mich nicht mehr rausbauen. Jetzt nehme ich hier die Hälfte. Und hier noch einen Ofen. Ich habe einfach ein Herz. Wie doof bin ich? Weißt du noch, als ich in Hero mit einem Herz, mit einem halben Herz über die ganze Map gerannt bin? Na, wo der Zombie dann kam, ja, und ich angreifen wollte. Und dann den Villager getötet hat und der Villager sich für mich geopfert hat. Das war ein cooler Moment. So, jetzt esse ich mal was. Und du hast ja nicht mal gemerkt in der Aufnahme. Ne? Nein. Oh Mann. Wie gesagt, wo soll das enden? Guck mal, ich habe jetzt schon. Kann ich in der Datei sehen, wie lange ich das schon aufnehme? Nein. Nee, 11 GB, geilo. Jetzt müsste ich halt wissen, wie viel ich pro. Wie viel Speicher das verbraucht pro Minute zum Beispiel, aber. Weiß ich. Ja, 5. Ja, okay, danke. Auf dich ist echt Verlass. Ich weiß. Ich will. Jetzt machen wir mal einen Harnisch. Überall Eisen, außer oben, Mitte. Danke. Bitte. Ich hab doch, Dings, Minecraft-Wiki nebenbei offen. Achso, okay. Denkst du, ich lass mich hier auf so eine Tortur ein, ohne, Minecraft-Wiki? Bestimmt nicht. Das wäre Selbstmordstücke. Ja, danke. Was machen wir jetzt? Schuhe. Also wenn ich jetzt hier die ganze Zeit rumstehe und scheiß Eisen brate, ich könnte jetzt schon Diamanten haben, Alter. Ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Also vorgestellt hatte ich mir wirklich ganz anders. So, ich geh jetzt mal raus. Hallo. Oh, nein, Stegi. So, jetzt machen die auch mal viel, viel weniger Schaden. Und ich habe Knochen, dann gehe ich jetzt schon mal direkt zum Hund. Wie, die haben die Hunde getötet. Das ist mir jetzt sehr, sehr wichtig. Hunden wird auch sehr interessant. Geil. Und hier gibt's auch noch Essen und so. Geilo, das ist richtig geilo. Du musst deinem Hund am besten eine Dierrüstung anziehen. Mach ich. Okay. Weißt du, wie man die craftet? Ja. Ich habe jetzt Minecraft-Wiki offen. Steht da nicht drin, das ist ein Secret. Achso. So. Mann. Es wäre für mich jetzt echt interessant, direkt mit der Eisenrüstung versuchen, jemand zu klatschen. Vor allem, wenn die dann so noch am Farmen sind. Dürfte ich die Videos von anderen gucken, um die Position rauszubekommen? Es ist keine Ahnung. Nicht. Natürlich ist es lächerlich. Aber ich meine, ich bin alleine. Und anders kannst du niemanden wirklich abfangen. Es ist sauschwer, sag ich, jemanden random zu finden. Wo war der Hund jetzt? Oh Gott, ich verlaufe mich sonst. Geilo, MLG Water. Ja, mach mal, du bist der King.
Dann wärst du der King, Alter. Der King, Alter. Bestimmt nicht. Ich habe hier noch Lust, in dem Projekt was zu reißen. Habe ich nicht. Okay. Oh Mann. Es wäre voll traurig, wenn ich nicht, wenn es nicht so lustig wäre. Ich habe schon 11 Level. Ich könnte eigentlich schon alles voll verzaubern. Ja. Woher habe ich die Level genommen? So. Ich muss jetzt echt beenden, glaube ich. Wahrscheinlich ich glaub, ich mach jetzt noch. Och Mann, woher soll ich denn jetzt wissen, wie lange die Folge schon ist, Mann? Ich hätte so. Ich hätte 17 Minuten. Quatsch nicht. Ich tue jetzt noch das Schwert machen. Ich wollte viel mehr erreichen in der ersten Folge. Okay, aber Full Iron. Ich mache mir noch kurz eine Spitzhacke. Und dann gehe ich direkt nächste Folge nach unten ein bisschen farmen. Da kann ich gar nichts. So, was hier, das hin, das hin. Essen habe ich, Fackeln habe ich. Ja, das war es dann mit der ersten, mit der zweiten Folge. Richtig geil, oh, Full Iron. Nächste Folge, wenn ein Gegner geklatscht. 3, 2, 1. Bille, 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 bille. Bye. Das war's dann. Morgen gibt's eine neue Folge. Tschüss.